Hallo. 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 Ja, wir haben Parkplätze vorm Haus. Wo war die Kradude? Da wieder zurück. Eigentlich gerade auf der anderen Seite vom Haus. Okay. Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um etwas, das mir persönlich enorm wichtig ist und irgendwie beim Mofa-Kult komplett untergegangen ist in den letzten Jahren. Wir lieben alle Mofas. Ich glaube, da sind wir uns einig. Doch eine Sache fehlt hier. Und zwar Wheelies. Wheelies sind enorm wichtig für den richtigen Mofa-Ausflug und nicht eine Person bei uns in der Firma weiß, wie man richtige Wheelies fährt. Und das ändere ich heute. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie man den perfekten Wheelie fährt. Und für den perfekten Wheelie braucht man das perfekte Mofa. Es wurde eine Piaggio Ciao. Ich habe lange recherchiert und dieser Hobel soll wohl der beste sein, um zu lernen, auf einem Rad, idealerweise auf dem hinteren, durch die Gegend zu fahren. So, und jetzt mach mal Stopp, dass wir das wenigstens im Kasten. Natürlich ist mir bewusst, dass ich alleine hier nicht weit kommen werde. Ich bin noch nie auf dem Hinterrad gefahren, ich werde es auch wahrscheinlich nicht hinkriegen, finden wir heute raus. Ich habe mir professionelle Hilfe gesucht und zwar auch von einem Ciao-Fahrer. Den haben wir, ist das jetzt da? Speziell hier auf einer Ciao habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt, der auch diese Videos hier verfolgt. Bei unserem Flohmarkt, der ist wirklich kilometerweise hier im Wheelie vorbeigefahren. Hat mich sehr beeindruckt, wir haben connected und er ist auf dem Weg hierher mit seinem Hobel, um mir heute hoffentlich beizubringen, wenigstens ansatzweise hier im Wheelie fahren zu können. Ob wir es hinkriegen, seht ihr in dem Video und vielleicht ist für den einen oder anderen auch ein Tipp dabei, wenn er es selber lernen will. Ja, in ein paar Minuten sollte er auch schon ankommen. Er hat mir schon geschrieben, aber vielleicht kann ich mir auch absagen, denn wer weiß, vielleicht bin ich ja ein Naturtalent und kann schon Wheelies fahren. Versuchen wir es mal. Kannst du mich mal anschucken? Danke! War schon halber Wheelie. Also hoch komme ich mal, aber oben bleiben ist schwer. Okay, ich glaube, ja, entweder fahre ich jetzt in das Auto oder ich falle hin. Was ihr vielleicht merkt, ist, dass diese Ciao nicht ganz original ist. Ja? Also wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen was gemacht an der Maschine. Es hat definitiv einen Vario-Umbau, das sieht man ja auch hier ganz schön. Rennsatz ist drauf, anderer Vergaser und ein bisschen Schnickschnack von unserem netten Kollegen, von dem wir diesen Hobel hier ausleihen durften. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dieser Hobel entweder genug Leistung hat oder, wenn er genug hat, nicht zu viel Leistung hat. Denn ich habe das Gefühl, ich gebe ein bisschen Gas und der geht von alleine vorne schon hoch. Ist wahrscheinlich ziemlich geil, wenn du Wheelies fahren willst, zum Üben als Anfänger. Eventuell macht es das sogar noch ein bisschen schwieriger. Das finde ich gleich zusammen mit meinem Kollegen hier raus, der jede Minute eintreffen sollte. Und dann reden wir mal mit dem Meister hier, was er dazu sagt. So, da sind wir auch schon. Ich habe jetzt meinen Kollegen, den Erin, hier. Erin, erzähl mal ganz kurz von dir. Wo kommst du her und was machst du so? Ich bin 15 Jahre alt, komme aus Münchwilen, bei 13 geht Schule und ja, fahre ein bisschen Dörflis. Genau, und das ist ja dein Mofa. Wunderschön. Erzähl mal ganz kurz was darüber. Ich habe dich ja mit dem Hobel auch am Flohmarkt schon rumfahren sehen. Letztes Jahr und dieses Jahr. Fleißig im Wheelie gefahren. Was hast du hier so getrieben? Was hast du hier modifiziert? Hat einen 13-13 Vergaser drin. Einlass und Auslass größer gemacht. Und ja, eigentlich nicht so. Fußrasten habe ich gesehen. Ja. Ist das irgendwas für Wheelie-Technik besser, schlechter, egal? Weil ich fahre jetzt hier noch mit Pedalen. Also ja. Vielleicht ist das eine Ausrede, wenn es nicht funktioniert. Deswegen frage ich. Egal eigentlich. Scheiße. Okay, ja. Also das ist keine Ausrede. Das sollte damit auch funktionieren. Ja. Okay, alles klar. Ja, der Plan ist eigentlich, dass du mir heute so ein bisschen zeigst, vielleicht, wie das funktioniert. Vielleicht kriege ich es ja hin. Aber wenn wir vielleicht den Leuten mal kurz erzählen können, warum wir dich ausgewählt haben, zeigen wir unseren Zuschauern mal ganz kurz, was du so kannst, oder? Ja. Legen wir los. We'll be right back.
Rennen sah schon gar nicht schlecht aus. Also es sah verdammt geil aus, um ehrlich zu sein. Kanntest du mir jetzt so ein paar Basics erzählen? Also ich bin noch nie Wheelie gefahren, muss ich dazu sagen. Kann zwar ein bisschen Mofa fahren, aber Wheelie ist kein Plan. Auf was muss ich achten, jetzt gerade wenn ich die ersten Versuche mache, dass ich nicht direkt am Anfang flöten gehe? Also ich würde zuerst, wenn zum Beispiel das Dörfli 50 läuft, würde ich zuerst auf mittlere Geschwindigkeit gehen, so auf 25. Und dann mit Fuß unten und dann versuchen aufzugehen und mit Gas spielen. Und das Wichtige ist, man muss gute Bremse haben und immer an Bremse bleiben. Und wenn man nach hinten kippt, direkt Bremse drücken. Okay, also ich versuche jetzt durchs Gas vorne hochzugehen. Ich muss ihn nicht anziehen. Doch, ein bisschen muss. Ein bisschen hochziehen, ja. Gas geben. Mhm. Und wenn er hochkommt, weiter Gas geben? Nein, mit Gas spielen. Ja. Und wenn er zu weit hinterkommt, Hand auf der Bremse lassen, auf der hinteren, drücken, dann kommt er vorne wieder. Also das heißt für mich jetzt einfach mal der erste Test mit halber Geschwindigkeit. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal 40 und dann... also 20, 25 ist okay, oder? Egal. Und das klingt eigentlich einfach, aber es ist, glaube ich, nicht einfach. Okay. Wie lange hast du gebraucht, bis du die Füße hochgenommen hast und wirklich solche Wheelies gefahren bist? 4 bis 5 Wochen, also nicht lang. Ich habe es eigentlich schnell gelernt und hat eigentlich schnell geklappt. Gut, wir haben eine Stunde Zeit. Ich gebe alles. Ich komme irgendwie nicht gerade. Das muss ich mit was mache ich das? Mit dem Oberkörper oder mit dem Unterkörper? Wie mit der Schulter, wie mit dem Velofahrer, ja. Okay, ich versuch's nochmal. War ich zu schnell oder ist okay, denkst du? Ich war ein bisschen langsamer. Bisschen langsamer, okay, ich versuch's nochmal. Wohoho! Bei mehr wie 1 Meter! Also ich will mich ja nicht selbst feiern, ne? Aber schlecht war das nicht. Also wenn ich merke, geht runter, gebe ich immer mehr Gas und irgendwann bin ich dann so auf Speed, dass ich runter muss. Das heißt, ich muss mehr mit Gas spielen, oder? Ja, am besten tust du die hintere Kippe lassen und dann, wenn du das Gefühl hast, du kannst hintere ab, dann Bremse drücken und dann wieder mit Gas spielen, dann immer so weiter. Ich dachte mir fast, dass ich es falsch rum mache. Ich warte immer, bis ich vorne wegkippe und gebe dann Gas. Ich muss eigentlich warten, bis ich hinten wegkippe und abbremsen. Das wirst du immer schneller. Das Problem hatte ich gerade. Dann wirst du immer schneller und dann irgendwann kannst du mehr Gas geben und dann... Ey, das macht mega Spaß, ey. Noch sind halt die Füße unten, okay. Ja. Aber es ist schon mal ein erster Schritt. Okay, okay. Willst du noch irgendwas zu sagen? Ja, vielleicht will ich was dazu sagen, wenn ich hier den Elfer gefunden habe. Erst dann sage ich wieder was. Ab jetzt. Digga, wo ist der Elfer? Auspuff hat sich gelöst, aber kein Problem. Kurzer Boxenstopp, klatsch mal wieder drauf, dann geht's weiter. Erin, was ist dein Eindruck, dein erster so? Ja, kann schon was werden. Also, okay. Der Anfang ist eigentlich gut für den ersten Tag. Das hört man doch gern. Und wenn jetzt das Mofa gleich wieder läuft, dann geht es darum, die Füße hochzunehmen. Denn das wäre eigentlich mein Ziel für heute. Wheelie mit Füßen oben. Mindestens 5 Meter. Weißt du, hohe Ziele muss man sich setzen im Leben. Mhm. Ich möchte 5 Meter Wheelie fahren. So, spätestens jetzt, wo ich die Füße versuche hochzunehmen, sollte ich mir mindestens mal Handschuhe anziehen. Schutzkleidung generell wäre da eigentlich wichtig, aber die Hände sind im ersten am Arsch. Ja, du. Ich und meine Hände, das ist so ein Thema. Versuchen wir es. I hate my life. Hallo, kaufen Sie sich keine Ciao. Alter! Lass die Füße einfach oben. Es funktioniert! Es war genauso geplant und es hat funktioniert. Beim Wheelie darfst du auch mit Lenkrad spielen. Links, rechts? Ja. Das ist natürlich mal ein guter Tipp. War er bis jetzt gerade oder habe ich schon schräg gehabt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Eigentlich eher gerade. Okay, und jetzt kann ich ausgleichen durchs Lenken. Das ist noch ein wichtiger Tipp, glaube ich. Ich versuch's mal. Welche sind die Richtung besser? Au, 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 au.
Grundsätzlich habe ich es, glaube ich, so ungefähr raus. Also sobald ich oben bin, werde ich so nervös, dass ich immer mehr Gas gebe. Aber ich muss eigentlich entspannter mich weiter hinterlehnen lassen und nicht in die Büsche fahren am besten. Ja. Aber macht auch mega Spaß. Jetzt weiß ich, warum ihr das die ganze Zeit macht, ey. Ist ja voll geil. Was meinst du, Freddy, sieht es schon cool aus auf der Kamera oder muss ich noch mehr machen? Du musst noch. Nach oben. Scheiße. Oh Mann. Ja, kritisch. Also, lenkt mit dem Lenkrad nicht so, aber es kommt eigentlich schon gut. Aber hat zu wenig Platz. Männer! Jetzt aber, Achtung! Ah! Ich will lenken, aber er lenkt nicht! Also, man sieht, dass wenn du hier reinfährst, ist dein Lenkrad immer noch an Grad. Und ich muss gegenlenken? Ja. Also, wenn er so weitermacht, dann ich glaube, das Töpfchen ist kaputt. Das war der längste bis jetzt! Jetzt aber! Au, 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 au! Oh. Ah. Sorry, sorry, Hobel. Ich glaube, man muss ab und zu auch mal eine kurze Pause machen. Noch irgendwelche Profi-Tipps? Du hast mir jetzt beim Elend zugeguckt. Du tust halt, sobald du oben bist, wartest bis du runterkommst, dann wieder mit Gas spielen. Dann versuch eher mit Gas spielen und wenn du das Gefühl hast, kippst du um, dann bremsen und dann wieder mit Gas spielen. Ja, ich bin noch zu sehr auf nach vorne kippen. Ja. Aber das ist ja klar, weil nach vorne kippen ist easy. Ja. Nach hinten kippen, da muss man sich schon trauen. Aber es kommt langsam. Also ich bin jetzt auch wirklich deswegen so oft hinhergefahren, weil ich denke, du musst einfach ein bisschen Gefühl kriegen. Du musst Vertrauen haben. Deswegen bin ich jetzt einfach mal eine Viertelstunde hinher. Und ich merke, es kommt. Aber ich denke, das ist ein langfristiges Projekt. Das kann ich nicht an einem Tag perfekt lernen. Die Basics kann man sich mal erarbeiten. Dass ich jetzt wenigstens mal hochkomme ohne Füße unten, ist schon mal geil. Aber diese langen Strecken, ich glaube, da übe ich noch mal ein paar Tage. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem ein paar coole Aufnahmen hin von uns beiden beim Wheelie-Fahren. Was meinst du? So wirklich Tandem-Wheelies oder so. Und ansonsten werde ich deine Tipps auf jeden Fall übernehmen. Werde hier noch fleißig weiter üben. Vielleicht lande ich irgendwann mal nicht im Busch, sondern bin wirklich mal einen Kilometer im Wheelie so wie du unterwegs. Und spätestens dann können wir uns ja noch mal treffen und zusammen rumfahren. Ja. Also Leute, lasst ein bisschen Liebe für den Ehren da. Wir haben natürlich seinen Instagram-Account unten verlinkt. Coole Videos machst du übrigens. Habe ich mir schon alle angeguckt. Sehr nice. Und wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder. Wenn ihr Bock habt auf Wheelie-Stuff oder Bock habt, dass wir mehr Wheelie-Stuff machen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder verlinkt uns auf euren Instagram-Beiträgen. Wenn ihr im Wheelie fahrt, dann sehen wir das und teilen das gerne. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.